Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Gothic 2, die Nacht des Rahmen-Wahres Spike Edition. Ich wollte erstmal nochmal ein bisschen mit dem Wassermagier schnackeln. Warte mal. Bevor wir jetzt hier dieses Skelett und so besiegen können. Was hast du denn hier eigentlich? Du hast doch, genau. Kannst du mir ein paar Ausrüstungsgegenstände verkaufen? Sag mir, was du brauchst. Ja, Klonus. Könnten wir eigentlich mal mitnehmen, oder? Eisgolem erwecken. Benötigtes Mana 5. Ja, könnte man nehmen. Im Endeffekt. 90. Pass auf, Leute. Den nehme ich mal mit. Aus einem ganz wichtigen Grund. Und zwar, wenn wir bei der Höhle da mit den Steingolems nicht weiterkommen, dann rufe ich einfach so einen Drachensnapper und der macht's dann. Ich habe gerade gesehen, Mana nur 5. Mana nur 5. Und dann geht das. Hier, ich will erstmal ein paar Teile abgeben. Hey. Ich will zwar noch nicht alles abgeben, aber ein bisschen was. Wegen der fehlenden Ornamente. Ja? Ich habe sie gefunden. Das ist großartig. Egal. Jetzt habe ich sie alle. Jetzt müssen wir sie nur noch zusammenfügen. Wir müssen mit vereinten Kräften wirken, um das Ornament wieder zu einem Ring zusammenzufügen. Hier, ich kann dir für deine Mühen einige Goldmünzen geben. Folge mir. Ja, eigentlich jetzt nicht, aber ja gut, ihr könnt euch da schon mal hinstellen. Aber ich mache da noch nichts. Das könnt ihr knicken. Gut, er hat jetzt ein bisschen Gold uns gegeben. Ist ja eigentlich nicht schlecht. Ich wollte die eigentlich später abgeben, aber ist ja auch vollkommen Wumpe. Das Tor jetzt... Ja gut, ich muss das Tor ja noch gar nicht öffnen für die... Stimmt ja. Also von daher. Ich habe auch noch so ein Schreiben für Saturas, was ich auch noch geben kann. Ich möchte nur noch nicht durchs Portal wegen Lance. Ich hoffe, der steht hier noch. Wieso ist denn der tot? Wieso ist der tot? War das eben jetzt wegen der Quest, warum der tot ist? Ich habe da nochmal abgespeichert, ne? Pass auf, ich lade das nochmal. Das ist gut, dann bräuchte ich auch noch nicht abgeben. Ja, dann spreche ich nochmal kurz mit Kronos, geb ihm die Dings. Ich hoffe, der lebt noch, der Lance. Das wäre ein bisschen kacke, wenn der nicht lebt. Ich habe da noch eine Quest. Steinplatten für Lance. Und wenn der nicht mehr lebt, dann mache ich ihn wieder lebendig, weil das kann ja nicht sein, dass der einfach tot ist. Kannst du mir sagen... Ist zwar nur ausnahmsweise, aber ist trotzdem so. Aber ich glaube nicht, dass der jetzt tot ist. Ich glaube, der ist erst tot, als ich die den Ornamenten gegeben habe. Kann ich mir gut vorstellen. Warum ist der denn tot? War das wahrscheinlich aus so einem Goblin-Skelett? Ich weiß es nicht. Oh, ich habe mir doch jetzt die Dings hier geholt, ne? Ich bin gerade ein bisschen durcheinander. Tut mir auch leid. Da, genau. Den brauchen wir, falls wir gegen die Steinwächter nicht ankommen. So, bitte leb. Bitte leb. Ey, was ist denn das? Leute, das ist mir jetzt auch vollkommen egal. So. So, du lebst wieder, weil das kann ich jetzt nicht gebrauchen. Habe ich das schon gefragt? Wo finde ich? Ich glaube, das hatte ich schon gefragt, genau. Also, er lebt wieder. Das ist schon mal gut. Ja, sorry. Kluges Kerlchen. So, ich habe auch nur Mavi-Mut gemacht, damit ich ihn wieder lebendig machen kann. Ich habe keinen Sheet gegeben wegen Leben oder sonst irgendetwas oder unbesiegbar. Ich habe ihn jetzt nur lebendig gemacht, weil ich finde das total unfair, dass der dann plötzlich da tot ist. Weswegen auch immer. Ja, ist gut, du kannst deinen Bogen wieder runternehmen. Genau. Und bleib am Leben diesmal. Ich kann mir vorstellen, dass das ein Goblin-Skelett war. Leider. Gut. Aber die sind da noch. Das heißt, Saturas hat die nicht erledigt. Aber sie wurden angegriffen, seht ihr? Deswegen ist Lance wahrscheinlich tot, weil wir letztes Mal durchgerannt sind. Lol, ey, habt ihr gesehen, wie viel Schaden wir denen gemacht haben? Lol. Power of Hero. 85 Stärke. Wie gesagt, ich habe nichts dazu gemacht, eben durch den... Sheet. Ich habe ihn ja nur lebendig gemacht. LOL. Oh, da sind noch welche.
Kein Problem, Baba ist in der Wir sagen, Baba ist in der Haus, aber... Noch einer? Wo? Hört er sich ihm so an? Alter, die sind ganz schön stark, die Rotzlöffel. Okay, wir brauchen wieder Licht. Haben wir Licht wieder gekauft oder so? Oder dazu bekommen? Nee, ne? Ja, pass auf, dann haben wir doch den Zauber hier. Ich denke mal, in der Ruine hier ist das Licht ganz gut. Naja, Also, wenn man das gut nennt, dann bin ich Jesus. Da ist nichts zu plündern. Gut. Ich kann mich ja mal wieder voll heilen. Aber wenn wir gegen die Goblin, dann müssten wir eigentlich auch die Steinwächter schaffen. Wir müssen halt nur aufpassen. Da. So. Was haben wir hier? Hier haben wir nichts, ne? Gut, hier haben wir nichts. Oder eher gesagt, schlecht. Dann haben wir die Goblins auch weg. Und der eine Goblin hatte Schaden bekommen. Das heißt, Lance wurde wahrscheinlich angegriffen. Ist ja auch egal. Okay, hier das Tor können wir nicht öffnen. Nee. Nee. Ja. Dann gehen wir mal wieder hier raus. Und gehen in die andere Höhle rein. Ich bin mal gespannt, ob wir gegen die Steinwächter gewinnen oder nicht. Weil ich möchte die Quest endlich mit Lance fertig haben. Also wenn der nochmal stirbt, ist mir das dann auch egal. Aber solange der eine Quest hat, will ich nicht, dass der wegen irgendeinem scheiß Grund, weil ich nicht kenne, sterbe. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Lance stirbt, weil Watras ja in der Nähe ist. Kann ich mir nicht vorstellen, aber naja. So, passt auf. Wir werden den Drachensnapper ausrüsten und werden... Wo ist denn das Teil jetzt? Ich sehe es nicht. Ich muss echt mal wieder was verkaufen oder so. Da. Die Stacheln auf dem Dings, falls man sich mal schnell heilen muss. Jetzt speichere ich nochmal und dann geht's wieder in die Ruine da rein. Oh Mann, ey. Das wird spannend. Heiliges Licht nochmal. Wie, kein Mana mehr? Oder habe ich noch an? Deswegen macht das wahrscheinlich nicht. Gut. Dann Attacke. Alter, wie das Licht hier drinnen gar nichts bewirkt im Endeffekt. Fast gar nichts. Komm her. Du Steinbaba. Mach dich einen Kopf kürzer! Sauber. Nicht zu holen. Also einer geht ja noch, ne? Da sind Ratten. Ich sehe auch gar nichts hier drin. Was für ein verkacktes Licht ist das eigentlich? Paladin-Licht, ey. Was überhaupt nichts bringt, aber naja. So. Ah, ich höre, da kommt noch eine nächste Ratte. Aber ich sehe auch leider nichts. Tut mir leid, ihr seht sicherlich auch nicht. Ich muss mir die Aufnahme nach der Aufnahme hier mal angucken, weil ich sehe gar nichts. Wenn da jetzt hier so ein Steinwächter kommt oder so, dann werde ich mich wahrscheinlich voll erschrecken, weil ich, wie gesagt, gar nichts sehe, ey. Welcher Depp macht denn sowas mit so einem Licht, ey? Ich sehe echt nichts. Alter, ich mache mir auch gleich eine Fackel an, ne? Hier geht's noch weiter runter. Okay. Zwei Steinwächter, die hier stehen. Alter, Leute, ich sehe hier echt nichts, ne? Ich mache hier auch nochmal eine Fackel an, weil ich sehe hier gar nichts. Naja, bringt nicht wirklich was.
Es ist einfach zu dunkel hier. Es liegt wahrscheinlich daran, dass das Spiel oder beziehungsweise dass die Höhle einen Modder reingemacht hat und die extrem dunkel hier ist. Okay. Oh, noch eine. Noch zwei. Okay, also hier gibt es ordentlich Viecher drin, ne, merke ich gerade. Da, den hier. Ruhen des Sturmes können wir mal später lesen, nicht hier drin, ne, weil ich sehe hier eh schon kaum. Ruhen des Wassers, Trank, alte Steintafel, Paket Steinplatten, da sind sie. Hab sie gefunden für Lance. Dennoch sehe ich hier nichts. Und wir können hier mal gucken. Hier vielleicht was reingefallen ist oder so, außer die Steinwächter. Und dann gehen wir hier oben nochmal gucken. Super. Ein Goblin-Skelett weniger. Und immer ein bisschen abspeichern. Besonders wenn man hier in dieser Höhle nicht sieht, wie ich mich wiederhole. Aber man sieht wirklich nichts. Ich habe eine Fackel an, plus ich hatte eben noch Licht an. Aber guck mal. Es ist genauso hell, wie wenn ich jetzt... Ich verstehe es nicht. Ich sag auch mal lieber nichts. Alter! Ich wollte gerade sagen, es ist genauso hell mit der Fackel als mit der Fackel und dem Zauber. Also der Zauber bringt gar nichts. Alter, das war knapp. Mal schnell heilen. Da kommen nämlich wieder ein paar Goblins. Oder zumindest höre ich das so. Also wir werden ja auch durch Level Up. Das ist ganz gut. Alter, das ist so neblig. Ich sehe gar nichts. Yo. So, mal kurz gespeichert wieder. Wie gesagt, hier speichere ich ein bisschen öfters, weil man hier echt nichts sieht. Das tut mir leid. Ich hoffe, wie gesagt, ich gucke mir die Aufnahme hier nochmal an. Guck mal da nach da hinten. Ich sehe gar nichts. So dunkel hier drin. Wie war das? Wie war das? Ich muss gerade kurz überlegen. Ist das ein Zombie? Tatsächlich. Na super. Erster Kampf sogar gegen Zombie schon. Hätte ich mir anders gedacht, aber naja. Und dann auch noch ein Goblin-Skelett. Nicht mit mir, Leute. Super. Nichts zu plündern. Also ein Goblin-Skelett plus ein Zombie. Never ever. Nee, was ich sagen wollte ist, das habe ich von SpongeBob. Ja, ich gucke SpongeBob ab und zu. Mittlerweile nicht mehr so oft. Wie war das? SpongeBob, ich kann dich nicht hören. Es ist zu dunkel hier drinne. Oh, da kommt noch ein unruheloser Untoter. Ist schon ganz geil hier, die Ruine. Nur, wer weiß, wie weit die noch nach innen geht. Und da noch ein Zombie kommt gerade, heißt das für mich wieder extra XP. Ich meine, wir sind bald wieder Level up. Wenn das so weitergeht. Das ist ja genau das, was wir wollten. Level, ne? Yo, Zombies sind sehr langsam. Eigentlich hat man gegen diese Kreaturen eine gute Chance. Auch als Anfänger. Man darf sich nur nicht erwischen lassen. Super. Ja, ich esse mal was, bevor ich da drauf gehe. Steckt sich die Fackel in den Mund, ey. In your face. Gut, noch ein Stück weiter. Ey, guck. Ich müsste gerade mal auf die Uhr gucken. Guckt einfach mal selbst, wie lange der Part schon wieder geht. Und wir haben nichts geschafft im Endeffekt. Alter, guck dich die Erde an.
Das könnte er knicken. Alter, sind das viele. Und toter Wächter. Wisst ihr was? Jetzt ist es mir auch egal. Drachensnapper. Ich beschwöre dich. Haut die da mal um. Ich hoffe, der Drachensnapper hilft mir. Und toter Wächter, ey. Danke, Snappy. Hat der was dabei, der untote Wächter? Tatsächlich. Lebensenergie 1. Haben die anderen was dabei? Nichts zu holen. Zombies? Nee. Da ist nichts zu holen. Ich finde das cool, so einen eigenen Drachensnapper zu haben. Ich will nur nicht wissen, ob der irgendwann feindlich ist, aber ich glaube nicht, irgendwann. Ich denke mal, der hat eine Beschwörungszeit von, weiß ich nicht, 2 Minuten. Und wenn die vorbei ist, stirbt er einfach. Wie heißt denn der? Beschworener Drachensnapper, genau, ist nämlich meiner. Was, schon tot? Ja, man kann ein Fleisch von denen nehmen. Okay. Alter, habt ihr die Zombie-Herde eben gesehen? Ich habe eben gedacht, was ist denn jetzt los? Da kommen 4 oder 5 Stück auf mich zu, da waren sogar mehr. Aber hat ordentlich XP gegeben, dank Drachensnappy. Aber noch so eine Überraschung verkrafte ich hier nicht, ne, Leute? So geht das nur nicht. Da ist eine Steintafel, wir gucken aber trotzdem hier erstmal nach. Yo. Ja, alles down. Noch eine Steintafel. Jetzt können wir alles mitnehmen. Eine alte Steintafel. Ach, das war die alte Steintafel. Hier lag doch noch eine, oder nicht? Oder weiter hier vorne, ne? Genau. Da lag noch eine. Steintafel. Da war tatsächlich ein Wächter, ey. Ich glaub's nicht. Er hat uns voll weggebasht, wenn wir den Drachensnapper nicht gehabt haben. Es hätte auch vielleicht auch ein bisschen gedauert. Okay, aber haben es ja Gott sei Dank geschafft. Mit legalem Weg, also der Drachensnapper, ne? Wir haben die ehrlich gekauft, die Rolle, obwohl ich sagen muss, dass die Rolle mit 90 Gold ganz schön billig ist, oder? Also ich werde mir da vielleicht noch 1 oder 2 öfter welche holen von diesen Drachensnapper. Gut, die halten jetzt nicht lange, wie ihr eben gesehen habt, aber die machen ordentlich Wumms. Alte Steintafel, überall alte Steintafeln. Da freut sich Watras. Wie gesagt, da werde ich mir von den Drachensnapper werde ich mir noch ein paar holen. Von den Schriftrollen, die sind echt gut. So, jetzt kann ich hier nochmal einmal rumgehen. Um zu gucken, ob hier alles... Jo, ist ja alles durch. Gut, in der nächsten Folge machen wir den Heimweg. Da gehen wir dann aus dieser schrecklichen Ruine endlich raus. Also, bis zur nächsten Folge. Tschüss.